Ganz sicher beim Lerchenschuss hier oben, die Rechtskurve, da hätte sie nicht ganz getroffen. Didier Güsch. Ja, unglaublich! In der Luft hat er die Stöcke unter die Arme gerissen. Obere Zwischenzeit stark. Und wichtig ist, dass du auch die Linie hast. Ja, tief, aber schön auf Zug fertig gefahren. Das macht nichts, wenn man da 3 Meter tiefer ist. Die Ausfahrt. Das ist gut. Auch früh fertig. Und jetzt schnell hinein ins Gleiterstück. Das Tempo, wenn er das konservieren kann. 20 Sekunden. Fahren mit Gefühl. Dazu braucht er natürlich auch den schnellen Ski. Und beides funktioniert bei Didier Güsch. 37 Hundertstel Sekunden Vorsprung. Ein kleiner kannst du fast nicht mehr machen. Ein kleiner kann man gar nicht mehr fahren. So tief. Kleiner Punkt in dieser Landschaft auf der Hahnenkammstrecke. Und die beste Zwischenzeit, 69 Hundertstel Sekunden. Ein gewaltiger Vorsprung für Didier Güsch. Ganz locker andrehen, schön sauber umgezogen. Wieder so früh fertig und in der Hocke. Nimm diese Lockerheit mit auf die Hausbergkante. Schön durchgezogen. Traumhaft die Fahrt von Didier Güsch. Jetzt die Traverse. Ja. Ja. Wunderschön. Hoch hinaus. Und in den Zielschuss. Didier Güsch mit einer sensationellen Fahrt hier am Hahnenkamm. Er ist der Meister seines Fachs. Und er übernimmt die Spitze mit 98 Hundertstel Sekunden Vorsprung. Das war eine schlichtweg sensationelle Leistung. Das kann niemand besser. Und ich glaube, das kann auch der Didier Güsch nicht besser. Didier Güsch in der Form seines Lebens. Er hat dem Hahnenkamm den Meister gezeigt. Bodi Miller teilt diese Meinung.